Im März 2013 besuchten wir die Copenhagen Suborbitals in ihrem Wellblechhangar in der Hauptstadt Dänemarks. Der ehemalige NASA-Mitarbeiter Christian von Bengtsson hatte die Idee zu einem unglaublichen privaten Weltraumabenteuer. Gemeinsam mit dem Marineingenieur Peter Madsen wollte er hoch hinaus. Peter Madsen hatte bereits im Alleingang das größte Amateur-U-Boot der Welt gebaut. Mit hunderten freiwilligen Mitarbeitern und 1100 Fans, die über Kickstarter das Projekt finanzieren, hatten die beiden schon mehrere erfolgreiche Testraketen gestartet. Es geht darum, einen Menschen ins Weltall zu schicken. Einem Menschen die unglaublichste Erfahrung, die man sich vorstellen kann, zu ermöglichen. Die Männer und Frauen hier jeden Tag arbeiten zu sehen, das ist die größte Freude. Dass in Kopenhagen nicht nur die Raketen explodierten, merkten wir aber bald während unserer Interviews. Peter und ich, wir sind sehr unterschiedliche Typen. Could you please be a little bit silent? Because I'm gonna have to repeat this whole fucking thing, because there's things happening up there. Ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Manchmal kann er extrem lästig sein. Aber ich wahrscheinlich auch. Dass wir uns manchmal nicht einig sind, ist schon in Ordnung. Denn was wir voneinander lernen, bedeutet viel mehr. 3, 2, 1, go. Die größte Katastrophe, die hier passieren könnte, ist nicht, dass die Rakete explodiert. Damit können wir umgehen. Die größte Katastrophe wäre, wenn unsere Zusammenarbeit scheitert. Wenn wir Machtkämpfe haben oder so etwas, dann kommen wir nirgendwo hin. Wir können als Team gewinnen oder als Einzelkämpfer verlieren. Presseaussendung März 2014. Christian von Bengtsson verlässt Copenhagen Suborbitals. Peter und ich hatten 6 großartige Jahre, aber die Art, wie ich in letzter Zeit behandelt wurde, das ist ganz einfach zu viel für mich. Als Konsequenz habe ich mich entschlossen zu gehen. Vor einer Woche hat sich Christian entschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Damit steckt unsere Organisation in einer Krise. Ich habe hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Christian versagt. Das gefährdet die Existenz von Copenhagen Suborbitals und ist eine ernste Situation. Es ist eine unglaublich traurige Sache. Ich kann nur sagen, 6 Jahre sind eine lange Zeit für 2 so unterschiedliche Menschen. 2 Menschen, ganz ehrlich gesagt, mit einem so großen Ego. Ich bin sicher für viele eine Motivation und Inspiration. Aber ich bin auch das Gegenteil, und genau das macht es so schwer. Menschen mit viel Leidenschaft sind oft schwer auszuhalten. Da gibt es viele historische Beispiele. Es ist jetzt meine Pflicht, diese Schwierigkeiten zu überwinden und zu schauen, dass das hier irgendwie weitergeht.
this trouble and make it work anyway. Es wäre nicht Peter Madsen, gäbe es nicht sofort eine neue Idee. Denn eines ist klar, man braucht nicht unbedingt eine Rakete, um ins Weltall zu gelangen. Falls mich die Welt kennt, sollte sie mich kennen als jemand, der experimentiert. Ich habe U-Boote gebaut und war an einem Raketenprojekt beteiligt. Aber ich habe auch ein Hobby, und das ist die Ballonfahrt. Das hier ist ein Wasserstoffballon. Ich teste, wie meine Standards aussehen müssen für den Bau der Hülle. Denn letztlich soll ja ein Mensch damit fliegen, und es wird die einfachste Flugmaschine, die je erdacht wurde. Hier ist ein Loch. Das ist etwas kritisch. Ein einziges Loch in der Hülle würde zur totalen Katastrophe führen. Okay, ich brauche einen Streifen hier herum. Das ist der Schlauch für den Wasserstoff. Könnte einer von euch das hier zusammenziehen, so fest wie möglich? Ich klebe noch ein paar Streifen drauf. Das muss unglaublich, unvorstellbar fest sein. Okay. So fest wie du kannst. Which is good, but not enough. He's creating a tourniquet with it. That's good to hear. Guys on the ground. All right, you got it? Yeah. Hydrogen comes into the balloon. In den Ballon kommt Wasserstoff und soll in seine Spitze aufsteigen. Wir müssen ihn ein wenig bewegen, um den Wasserstoff reinzukriegen. Dann wird er aufsteigen und wir stellen uns darunter, bis er im Raum steht. Er schwebt durch seine hydrostatische Wirkung. Wir füllen den Ballon mit 10 Kubikmeter Wasserstoff. Der Grund für das alles ist, herauszufinden, wie dicht die Ballonhülle ist. Versucht, die Hülle von allem Scharfen fernzuhalten, wie dieser Kette, die darauf geht. Schaut auf die Kette, die ist gefährlich. Ich muss euch darauf aufmerksam machen, dass er voll mit Wasserstoff ist. Das heißt, nicht rauchen. Wenn er Feuer fängt, wäre es an der Spitze, dann läuft ihr davon. Er brennt dann und kommt langsam herunter. Nichts passiert. It's just towering. Er schwebt einfach und hängt mitten in der Luft auf so wunderschöne Art. Ein klein wenig im Plus. Wir können ihn bis an die Decke steigen lassen. Nichts wird passieren. Wenn er Wasserstoff verliert, dann wird er nach und nach herunterkommen. Das wird eine Zeit lang dauern. Ich glaube, er ist gerade 10 Gramm im Plus. Ist das verrückt? Of
Natürlich will ich mit so etwas fliegen. Ich möchte ein besseres Seil und aufsteigen, nachschauen, was da oben ist. Genau das ist es, was mich antreibt. Es war ziemlich aufregend, den Ballon mit Wasserstoff zu befüllen. Ich habe mich gefragt, ob wir explodieren. Wir haben jetzt einen Moment der Stille und wir genießen, dass wir heute ein wenig die Schwerkraft besiegt haben. Die Copenhagen Suborbitals werden jetzt ein offizieller Verein mit entsprechendem Management. In unzähligen Versammlungen versucht ein harter Kern von Unterstützern, die bisher so erfolgreiche Organisation zu retten. Dass uns Christian verlassen hat, bürdet mir eine ganz besondere Verpflichtung auf, nämlich dafür zu sorgen, dass das hier weitergeht, indem ich bescheidener auftrete und versuche, die Menschen weiterhin zu inspirieren. Das ist hart für mich. Die letzten Wochen waren extrem stürmische Zeiten, aber es gibt gute Kräfte bei den Copenhagen Suborbitals. Wir werden es schaffen.